Bro, ja, okay. Du hast gepanzerte Scheiben, man kann da nicht durchschießen. Oh, 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 nein. Nein, was ist das? Ey, Leute, er muss hier noch irgendwo sein. So schnell kann er gar nicht weg gewesen sein. Heyo Leute, Crymax hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir werden heute 5 YouTuber mit Lego-Autos verfolgen. Was geht ab, Jungs? Was geht? Oh mein Gott, wir haben hier einen Ring. Stani am Start. Was geht ab? Was geht? Dann ist da, wer ist dieser Bigfoot? Ich bin Space. Okay, dann ist hier noch Rustig. Was geht? Was geht, Bro? Der Armin braucht jetzt schon einen Rückstock, weil er so ein Rentner ist. Oh, so hart, euch immer wieder zu fangen. Ist so einfach. Und dann ist da noch Ente mit einem Riesenherz. Ich liebe sie. Und heute gibt es die Spezial-Lego-Auto-Edition. Und deswegen ist ja auch Lego Hulk im Hintergrund. Das Glücksrad wird gleich entscheiden, welches Lego-Auto ihr bekommt. Und es gibt sogar ein OP-Lego-Bugatti mit einem Düsenantrieb eingebaut. Also der ist richtig krass. Ich würde sagen, wir starten einfach mal auf der linken Seite bei Stani. Und er wird jetzt als erstes das Glücksrad drehen. Oh, welches Auto wird Stani kriegen? Und er bekommt Auto Nummer 4. Oh, es ist der Bugatti hier, ne? Alter, okay, oha. Auch ein Bugatti, aber leider nicht der Boost Bugatti. Okay, Stani, Mann. Du darfst dich muten und schon mal abhauen. Let's go. Tschüss. Okay, Stani hat schon mal sein Auto eigentlich so mit das Beste hat er bekommen. Und dann als nächstes haben wir Gorilla Bigfoot Man Place. Mal gucken, was er bekommt. Und er bekommt... Die 2. Oh mein Gott! Was denn? Blaze hat die Nummer 1. Blaze hat die Nummer 1. Oh mein Gott. Okay, oh mein Gott. Ob Blaze mit dem Boost-Car gut umgehen kann, das werden wir jetzt sehen. Auch du darfst dich muten und let's go. Okay, dann haben wir als nächstes Russig Pupsig. Okay, Russig bekommt die Nummer 3. Ey, geil. Nummer 3, Alter, Lego Porsche. Okay, Russig, dann flitz mal los, let's go. Mal gucken, wer heute die 1000 Euro gewinnen wird. Und dann machen wir als nächstes noch weiter mit Amir. Oh, es sind auch nur noch 3 Fahrzeuge da zur Auswahl. Und es ist die Nummer 2. Oh mein Gott. Bro, das hast du davon, weil du die ganze Zeit so auf alten Mann machst. Geh in deinen Krankenwagen rein, Junge. Hallo. Okay, dann viel Spaß, Amir. Und Ente, gut, du hast noch 2 Autos zur Auswahl. Mal gucken, ob es der Truck wird. Ich würde dir den McLaren Senna gönnen und du bekommst... Oh mein Gott, die Nummer 6. Er hat den McLaren gezogen. Ja. Okay, Ente, auch du darfst dich muten und let's go. Okay. Okay, Leute, jetzt haben alle ihre Autos, jetzt sind nur noch Lego Hulk und ich da. Aber ihr wisst doch gar nicht, welches Auto ich überhaupt bekommen werde. Und das werden wir jetzt mit einem random Vehicle entscheiden. Und zwar werde ich jetzt 5 Fahrzeuge spawnen und eins davon muss mein Jägerfahrzeug werden. Okay, Fahrzeug Nummer 1. Ja, okay, ist jetzt irgendwie nicht so krass. Das ist ein normales GTA-Fahrzeug. Fahrzeug Nummer 2. Okay, das zählt nicht, das ist ein Waggon. Fahrzeug Nummer 2. Nein, was ist das denn für ein Müll? Oh, Fahrzeug Nummer 3. Ey, bis jetzt habe ich nur Müll, Freunde. Fahrzeug Nummer 4. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ey, bitte, bitte. Leute, das ist jetzt mein letzter Spawn. Bitte was Gutes. Und Fahrzeug Nummer 5. 3, 2, 1. Und... Oh, Leute, ein Tesla? Ah, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so super krank. Das Ding ist jetzt aber auch nicht ultra schlecht. Naja, ich glaube, Leute, ich werde heute mal mit dem Tesla gehen. Okay, ich hoffe, das klappt einigermaßen. Hat jetzt nicht das beste Handling, aber es ist halbwegs in Ordnung, Leute. Oh Mann, ey, die anderen Autos waren ja kompletter Müll, ey. Das ist der Tesla hier noch das Beste. Okay, Freunde, wir nehmen den Tesla und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal an, den ersten YouTuber zu orten, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir haben hier unseren Lego-Bugatti. Ich muss ganz ehrlich sagen, der fährt ganz gut, aber... Ah doch, der hat sogar Sound. Ich dachte gerade, der hat keinen Sound. Also ich sag euch, ich bin eigentlich zufrieden. So der Lego-Bugatti Chiron, Leute, kann man jetzt nicht meckern. Oh. Okay, Freunde, wir sind jetzt hingegangen, dort, wo Ente sich immer gerne versteckt hat. Und da habe ich eine ganz coole Idee eigentlich. Jappa, dappa, du. Und der Schuh ist meine kleine Kuh. So, Freunde, wir haben es hier auch geschafft. Ich würde sagen, hier warten wir auf Maxchen. Sobald er kommt, bam, 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 wird er weggerammt, Leute. Wir werden dort rüber jumpen. Guck mal, wenn wir hier fahren, dort ist wieder eine Rampe. Ich bin mal gespannt, ob Max kommen wird oder nicht. Oh mein Gott, ich habe einfach den Boost Bugatti bekommen, Freunde. Aber der fährt echt nicht gut. Guck mal, ich bremse die ganze Zeit und der fährt einfach die ganze Zeit weiter. Ich versteck mich jetzt so Max und zwar auf dem Hotel nach bei Sandy Shores. Let's go, komm schon. Und das klappt doch safe. Oh, ja, 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 es klappt, es klappt, es klappt. Ja, wir haben es geschafft. Let's go.
Oh, wenn wir es direkt auf Max sein Versteck schaffen. Ich glaube, ich chill dann direkt hier. Ich chill direkt hier, Leute. Wenn ich schon hier nach oben direkt First Try geschafft habe, ist mein Versteck einfach die Maze Bank Area. Ja, ich bin damit zufrieden, Leute. Ich bleib hier stehen, Freunde. Und dann hau ich ganz entspannt ab. Okay, crazy. Guter Jump, Leute. Guter Jump, guter Jump. So, wir müssen jetzt gucken, wo werden wir uns heute verstecken. Da wir ja den Toggle wieder losbekommen müssen, Leute. Ich glaube, ich werde mich hier rauf verstecken. Hier, Leute. Guck mal hier. Ich warte, bis Max hier raufgefahren kommt. Dann kicke ich ihn runter und hau ab. Boah, Leute, weil hier gibt es nur einen Zugang. Das wäre echt geil eigentlich. Das ist hier nämlich der Atlantis-Spot. Ey, Junge, wir könnten hier direkt den Toggle lösen. Und Freunde, boosten. Wir müssen nämlich da oben auf den Hangar hoch. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ja, ich bin oben drauf. Okay, sehr gut. Weil hier werden wir uns jetzt verstecken gegen Max. Ich hoffe, ich kann mich hier ja relativ gut und lange aufhalten. Ich warte nämlich, bis er hier oben drauf ist. Dann fahre ich noch ganz schnell gegen ihn, dass der Toggle weg ist. Und dann booste ich einfach weg, Freunde, in die Richtung da hinten. Und dann bin ich über den Zaun und er kann nichts mehr machen. Das ist auf jeden Fall die Taktik zu escapen, Freunde. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei Amir an. Wir haben sein GPS-Signal geortet. Oh Gott, Leute, mein Auto ist wirklich richtiger Müll heute. Heute auf jeden Fall mal kein Glück gehabt. Ich hoffe, das wird ausreichen, um die Lego-Autos einzusammeln. Amir ist 3 Kilometer von mir entfernt, befindet sich da am Hafen, Freunde. Oh Gott. Oh Gott, das Ding fliegt ja jetzt schon auseinander. Okay, wir fahren jetzt mal schnell zu Amir rüber. Let's go. Du denkst wahrscheinlich, dass er den Krankenwagen easy am Anfang bekommen wird. Ja, Amir, genau das denke ich, um ehrlich zu sein. Oh, Max, so. Du bist ganz schön frech geworden. Wir gehen erstmal auf den Krankenwagen. Übrigens, Leute, natürlich, wer schafft zu entkommen, bekommt 500 Euro. Wer von mir erwischt wird, verliert 500 Euro. Ach, Amir, chillst du jetzt da oben auf dem Dach, oder was? Ich hab gleich nochmal den Ente heute. Bro, wie bist denn du da überhaupt aufs Dach oben raufgekommen? Siehst du ja im Video. Aha, okay, okay. Siehst du ja im Video. Also, ich muss sagen, ich hatte heute leider kein Glück mit meiner Autoauswahl. Ich habe irgendwie nur so einen kleinen Bummi-Tesla. Oh, nein. Ach, verdammt. Ich habe nur so einen kleinen Bummi-Tesla. Ich hoffe, das wird reichen, um euch zu kriegen. Ey, der fängt ja jetzt schon gleich an, um zu brennen hier. Ich muss den erstmal reparieren, Leute. Ja, ist kein Problem. Reparier den ruhig. Mach ihn doch God-Mode. Ja, weißt du was? Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee hier. Wir machen unser Fahrzeug einfach direkt God-Mode, Leute. Wir dürfen das ja eh unlimited reparieren. Oh, Bro. Schade, fast, Max. Starker Jump, Max. Mach weiter, Max. Ja, weiter. Alter. Okay, okay, ich merke schon. Maxi, mach weiter. Ja, okay. Maxi, mach weiter. Okay, so. Maxi, mach weiter. Okay, Leute. Ja. Ihr seid heute also wieder im Prank-Modus. Und Toggle weg, Toggle weg. Nein, nein, nein. Er hat den Toggle, nicht weg. Nein, hat er nicht, Hat er nicht. Er hat den Toggle nicht weg. Hat er nicht, Er ist nervös, Das hört man an der Stimmlage. Er hat sich richtig erschrocken, dann selber. Er hat den Toggle nicht weg. Amir, du bist übrigens mute, falls du es nicht checkst. Nee, nee, ich bin nicht mute. Ich glaube, sein Toggle ist weg, aber er macht gerade einen auf Undercover, so einen auf, Oh mein Gott, und ich habe es hochgeschafft. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommt er. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, Amir hat echt Toggle weg. Nein. Gut, okay. Okay, wenn ihr denkt. Jungs, wenn ihr denkt. So, okay. Warte mal, wo ist er hoch? Ist er hier auf, echt, warte mal, er ist hier auf die Autobahn hoch. Oder? Nee, er ist eh da unten gefahren. Ja, ohne Toggle sieht man das ja nicht, deswegen. Ja, Bro, ich hab meinen Toggle noch, Jungs. Ja. Wo ist er denn? Ich check Amirs Technik nicht. Okay, er haut gerade ab von mir. Er denkt, ich bluff, aber... Ich bin doch auf dem Dach, er checkt's nicht. Amir, du weißt, dass ich dein GPS-Signal hab und sehe, dass du gerade wegfährst. Ich glaube, er hat wirklich sein GPS-Signal. Bro, also Amir leider sehr lost heute. Maxi, mach weiter. Oh Gott, Leute, mein Tesla lässt sich leider echt nicht so gut fahren. Aber okay, alles gut. Alles gut, Leute. So. Ich bin versteckt, Jungs. Der wird mich nicht mehr finden. Episch wäre, wenn du mit dem Krankenwagen im Krankenhaus dich versteckst. Das wäre natürlich eine sehr epische Sache. Okay. Ich glaube, Max wird heute sehr große Schwierigkeiten damit im Auto. Ja, ich habe leider echt diesmal nicht so Glück gehabt. Ich glaube, Max wird heute Geld regnen. Ach, Bro, er ist da, er chillt im Tunnel drin. Ich werde niemandem von euch Geld geben. Maxi, mach weiter. Oh, jetzt Toggle wegmachen. Digga, wie schnell ist der rückwärts? Das ist ein Tesla, Bro. Na, hab ich dir schon Platten geschossen? Ja, hast du, aber mein Auto ist gar nicht so krass effektet davon. Ah, okay. Soll ein Krankenwagen, muss dafür vorbereitet sein, ne? Aber er ist ein Krankenwagen, der muss auch.
Der muss auch noch mit einem Platten fahren können, ne? Ich mach den Blaze. Oder ist auch schnell, ich muss sagen. Ja. Was ist denn der Blaze? Das Ding ist, also abhauen, ich sage euch ehrlich, solange ich euren Toggle habe, ist abhauen, bringt euch nichts, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur auf euer Fahrzeug schießen kann. Oh, 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 oh. Das sind krasse Ansagen, Marc. Ah, okay. Also, ich bin jetzt rückwärts super schnell, Jungs, ne? Ja, ich bin ein guter Rückwärtsfahrer heute. Bin sehr guter Rückwärtsfahrer. Ach, Amir, 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 Amir. Ach, das geht mir hier schon fast. Ich muss eigentlich versuchen, ihn rauszuschießen. Schieß ihn doch raus. Oh, und wo ist das Aim? Oh. Ja, Bro, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, wie er die ganze Zeit vor mir abhaut. Amir, Amir redet auch gar nicht. Er ist voll im Sweat. Ja, ich muss konzentriert sein. Du bist doch nicht auf deinem Schwitzer. Du bist ein Schwitzer. Ich rede ja wenigstens noch. Hey, Bro, du hast gepanzerte Scheiben. Man kann da nicht durchschießen. Was kann ich dafür? Digga, ist ja voll unfair. Du musst ihn auch zum Explodieren bringen. Ich glaube, links, rechts hat er gar keine Scheibe. Zack, zack. Oh. Dann schießt du halt Platten. Dann werde ich halt dein Auto zerstören. Oh, jetzt vielleicht ihn mal abschießen? Nein, nein, nein. Geht nicht durch, geht nicht durch, geht nicht durch. Du musst an der Seite schießen, da hat er keine Fenster. Zack. Netter Versuch, Amir. Nice try. So, zack, zack, zack. Aua, 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 aua. Ah, oh egal, ich fahr einfach weiter. Ich spiel mit ihm. Stimmt, durch die Seiten kann ich durchschießen. Dein Auto ist... Aha, Jungs, schon Zeit raus. Er fährt Schlitten. Bro, kann ein Müllauto mal bitte anfangen zu brennen? Digga, wie viele Schüsse das aushält. Angsthase. Nein! Ja, netter Versuch schon wieder. Ja, Bro, was soll ich machen, Diggi? Bro, er fährt Erzähl, so was soll ich machen? Erzähl mal ehrlich. Ich hab das schlechteste Auto, aber ich hab gut Zeit rausgeholt. Bro, also kannst irgendwie... Kannst du jetzt ins Seitenfenster schießen? Ah, warte, ich glaube, er verliert Öl. Hast jetzt du... ist der Toggle weg. Nein, also ich muss leider sagen, mein Toggle ist immer noch nicht weg. Ich würde euch sagen, irgendwie geht der nicht weg. Ja, ah, komm, guck Jungs, mal, er verliert Öl. Er verliert ich Öl, Jungs. Jungs, ich hör auf. Es bringt so, nichts mehr. Jetzt habe ich dich doch, Amir. Achso, guck mal, jetzt mal ehrlich, hast du Toggle immer noch? Ja, er ist wirklich immer noch da. Hä, irgendwie geht der... Ah, jetzt ist er weg. Oh mein Gott, du musst richtig nah an mich ran. Ja, aber jetzt brennst du schon, Bro. Lalalalala. Oh, Amir im Krankenwagen. Ich glaube, das werden meine ersten 500 Euro, Jungs. Guck mal, hier. Amir, moin. Du triffst mich auch nicht. Ich glaube, weil das Auto so hoch ist... Ja, ja. Ah, okay, egal. Jetzt haben wir ihn erwischt. Okay, Amir, die ersten 500 Euro... Ich hab mein Bestes versucht. Hast du gut gemacht, Bro. Ich sag so, Bro, nein, ich muss leider sagen, Amir hat's nicht gut gemacht. Er hätte nämlich erst meinen Toggle auf dem Dach wegmachen müssen und dann abhauen. Ja, Bro, wie oft hab ich dich denn gerammt, dass es nicht weggegangen ist? Ja, Bro, ich hab dir gesagt, mein Toggle ist nicht weg. Naja, gut, wir machen weiter mit dem nächsten, Leute. So, ich bin mal gemutet und als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal einfach mal auf den guten alten... Ach, warte mal, Blaze hat das Rocket-Auto. Ich glaube, den hebe ich mir zum Schluss auf. Ich werde mal Ente. Wir gehen mal auf Ente, Leute. Oh, fünf Kilometer ist der entfernt. Wir gucken mal, wer ist noch in der Nähe. Stani ist 2 Kilometer. Okay, wisst ihr was? Wir gehen auf Stani. Wir gehen mal auf Stani. Ente ist so weit entfernt. Dann gehen wir erstmal zu Stani rüber. Let's go. Leute, wo chillt denn Stani hier bitte? Der ist hier irgendwo mitten am Strand oder was? Okay. Gut, Leute. Ich fahre jetzt hier mal hoch. Wo ist denn Stani, Leute? Oh. Wir müssen aufpassen. Weil er wird wahrscheinlich versuchen, hier meinen Toggle wegzumachen. Er wird wahrscheinlich jetzt hier versuchen, meinen Toggle wegzumachen. Ah, ich muss aufpassen. Wenn ich da die Treppe nämlich hochfahre, fährt er direkt an mich dran. Dann ist der Toggle weg. Dann könnte es sehr, sehr schwierig werden. Ich kann jetzt hier schon mal versuchen, auf Taktik ihm Platten zu schießen. Ja, das werde ich machen. Ich werde versuchen, ihm auf Distanz ein paar Platten zu schießen. Bro, warum kommt er nicht hoch? Aber kommt jetzt. Er ist da. Oh, er hängt. Nein. Oh, nein. Nein, was ist das? Komm, Stani. Ja, ich bin festgebackt. Du hast ihn. Ich bin festgebackt. Ja. Ey, Bro. Oh mein Gott. Hä? Und ey, was ist das für ein Müll? Das nein. Das ist das Beste, was ich habe. Was ist das denn? Und let's go, Stani. Ey, was ist das denn? 500 Euro. Hä, Junge, wie unfair. Bro, das war mein Plan. Bro, ich bin ganz das ist ja voll unfair. Zum Glück habe ich noch seinen Toggle. Was? Wie? Wie? Wie das denn? Stani. Ich hab dich gerammt, Bro, du Lügner. Stani. Ich hab ihn auch mehr, Jungs, habt ihr auch gesehen, wie ich mehrfach dich gerammt habe auch, ne? Er hat ihn safe wieder angemacht. Max ist so am Schummeln, Alter. Jetzt ist die Frage, liegt es am Tesla oder liegt es an den Lego? Nein, Leute. Ich hab den Toggle nicht mehr. Ist er da vorne? Nein. Ich dachte schon, das rote Auto wäre hier. Nein, Bro. Was ist los? Den Toggle verloren. Ich hab den Toggle verloren, das war blöd. Ja!
Ich bin hier noch rumgefahren. Nein. Digga, ey, was hat Stani für ein Glück, Leute? Ich komme mich da nicht mehr bewegen. Glück? Das war Köln? Ja, okay. Bro, er hat mich wirklich hops genommen. Er hat mich hops genommen. Ich hab dich out. Also, Leute, Stani ist er weg.de. Kann ich ihn noch finden, oder? Also, ich bin gerade im Flughafen, wenn du es wissen willst. Ja, gut. Okay, Leute, 500 Euro für Stani. Das heißt, wir haben 500 Euro verloren. Let's go. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten YouTuber. Okay, Leute, als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal auf den guten alten Ente, Leute. Ich will jetzt mal auf Ente gehen. Toggle GPS 7 Kilometer entfernt. Wir fahren jetzt mal schnell zu Ente rüber. Ich brauche jetzt hier mal wieder ein Erfolgserlebnis, Leute. Let's go. Ach, Ente. Der ist hier im Sandy-Shores-Gebiet bei diesem Hotel, Leute. Könnte aber auch eine krasse Taktik sein, weil ich glaube, der ist hier aufs Hoteldach drauf gejumpt. Und ich glaube, das ist hier auch direkt schon sein Jump, Leute, den er genutzt hat. Da oben ist er. Na, kleine Ente. Hallo, Max. Hast du den Jump nicht geschafft? Nein, noch nicht. Aber ich habe ihn direkt gefunden, den Jump, den du gemacht hast. Ach, Ente. Die Reifen kaputt geschossen, Max? Hey. So. Machen wir erstmal bei Ente ein bisschen die Reifen platt. Also tut mir leid, Ente, aber ich kann nicht nochmal 500 Euro verlieren. Ich komme nicht mehr raus. Ich stecke hier fest. Ja, das ist sehr gut, dass du feststeckst. Mein Auto steckt. Bitte! Fahr. LOL! Nein, er ist nicht stuck da drin. Er prankt. Ente, bist du ein Pranker geworden? Nein! Ich kann ihn von hier aus abschießen! Oh mein Gott! Du kriegst die ganze Zeit den Zaun. Nein! Ich komme nicht mehr raus! Es war jetzt auch nur den Zaun. Oh. Warum haben wir das gesagt? Oh, ich glaube, jetzt habe ich aber seinen Reifen getroffen. Ente, hast du dir deine eigene Falle gebaut oder was? Nein! Wieso? Oh, okay. Gut, Leute, wir müssen, glaube ich, mal versuchen, nochmal den Jump da hoch zu schaffen. So, und zack. Also, ich muss sagen, ich habe heute leider echt ein Müllauto, aber bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Oh, Aha. Okay, das war ein bisschen zu langsam. Nee, starker Jump. Ja, ist schwer. Entweder man fliegt zu weit oder wir testen es nochmal. Aber das Gute ist, ich habe ja seinen Toggle. Er kann ja eh noch nicht abhauen. Leute. Ach, oh mein Gott, das war knapp. Okay, Leute, nächster Try. Und mit Ansage, so kleine Ente, bist du immer noch da oben? Kleine süße Ente? Ich bin versteckt, wieso? Ah, versteckt bist du, aha. Bro! Hä, wie bist du da rübergekommen? Ich bin rübergesprungen. Ah, okay. Warte mal, das müssen wir nochmal testen. Außer, Leute, ich muss natürlich den Jump direkt da auf das Dach rüber machen. Oh, da lösche ich mal kurz hier den da weg. Zack. Ah, ich muss da also direkt rüber jumpen. Oh Gott. Dann werde ich es einfach nochmal so probieren. Und... Nein! Komm selber aber nicht mehr raus, ich steck fest. Ja, das ist sehr gut, dass du Das war's. Jetzt war's. Das war knapp. Ente, hast du dir etwa dein Max? Eigenes Grab geschaufelt da unten? Oh, er rennt weg. Ente. Wo rennst du denn hin, kleine Ente? Du musst in deinem Auto bleiben. Oh, ey, wenn ich jetzt aussteigen muss, dann ist hier aber Ende. Du musst nicht aussteigen, du kannst doch mit dem Auto runterfahren. Ja, dann stecke ich da doch selbst noch drin fest, wie du Bummi. Oh. Komm, steck doch aus, Max, steck doch aus. Oh. Ey, Bro, Ente ist wirklich ein... Ente ist wirklich ein Nerviger. Ekliger. Er ist wirklich ein Ekliger, Bro. Bro. Ey, passt du da überhaupt vorbei? Ich bin Maus. Ey, Digga, also wirklich, ey, Leute, nee. Also wenn Ente aussteigt, dann steige ich jetzt auch kurz aus. Ente, willst du dich ergeben? Ich mich? Ja, Ente, komm raus aus deinem Versteck. So, was Ente, krieg ich dafür? Merkst du selbst, dass das heute eine Nullnummer war, ne? Ente auf die 1. So, also Ente heute leider enttäuschend. Aber Leute, das sind meine nächsten 500 Euro. Und dann gehen wir weiter zum nächsten YouTuber. Let's go. Ey, Russik, du kleiner Ekliger. Chillt der da auf der Maze Bank Arena? Ja. Hast du ihn eben nicht gesehen, als du da vorbeigefahren bist? Dass du dich nicht schämst. Ich leuchte auch wie so ein... Oh, du chillst bei einem Chump, den ich erfunden habe, Junge. Ja, deswegen werde ich auch genau dieses Mal dir dein da eigenes... Da muss dir schon mehr einfallen, um mich loszuwerden, Junge. Stani? So, zack. Max geht jetzt auf Rustig, der will den Maze Bank Arena Jump machen. Aha. Ja, und was ist daran jetzt so toll, dass ich einen Maze Bank Arena Jump mache? Dass du den nicht schaffen wirst mit deinem Auto. Denkt ihr das? Denkt ihr das wirklich? Ja. Okay, ja, alles gut. Wir nehmen nochmal kurz Anlauf. Digga, Maze Bank Arena Jump, den habe ich schon gemacht da... Haben eure Eltern nicht mal an euch gedacht? So ein Ding ist das. Oh, er schafft ihn Good morning, Russik. Oh mein Gott.
Toggle, muss Toggle wegmachen. Hab ich. Also bei mir ist er zumindest weggegangen, dann bei wahrscheinlich bei ihm auch. Max, so schnell kann er eigentlich gar nicht weg sein, weil er hat den Parkplatz nicht verlassen und er ist in Richtung des Parkplatzes gefahren. Ich kenne Russik aber auch, der ist auch einer, der sich gut und gerne mal... Oh Gott, der ist auch einer, der sich gut und gerne mal noch da versteckt. Warte mal, habe ich da gerade was Gelbes gesehen? Habe ich da gerade... Der ist da noch! Der ist da noch! Ich habe ihn gesehen! Ich wusste es, Leute. Ich wusste, er ist nicht hier den Parkplatz runtergefahren. Sonst hätten wir nämlich genau hier die Ausfahrt fahren sehen. Er muss noch da auf dem Parkplatz sein. Er ist noch auf dem Parkplatz. Er ist noch auf dem Parkplatz. Er hat zwar meinen Toggle weg, aber... So, wichtig. Okay, er geht runter, er fällt runter. Okay, und wir bleiben dran. Leute, ich darf hier nicht noch einen zweiten verlieren. Und schießen. Na, Russik, wie fährt sich's mit deinen Platten? Ja, Bro, was soll ich dir sagen? Ich kann nicht mehr abbiegen. Fährt nicht so gut das Lego-Auto mit Platten. Nee, das fährt nicht so gut. Jetzt wird's doch noch outplayed hier, oder was? Nee, alles gut. Ach, Auto ist kaputt, oder was? Oh mein Gott. Nee, es fängt cool an. Du kannst auch mich abschießen, dann sparst du mir die Dinger. Ja, okay, hast recht. Du hast recht, Russik. Aber ich muss sagen, an sich gutes Ding gewesen. War schwierig. Ich glaube, was mich gerade gecarried hat, dass es nur eine Ausfahrt gab vom Parkplatz. Naja. Es gab mehrere, sogar. Oha, okay. Dann Fehler, dass du da gewartet hast. Ich bin die ganze Zeit um die Macebank rumgefahren. Alter, okay. Ich habe die gar nicht verlassen. Guter Versuch von Russik, Leute. Aber die nächsten 500 Euro, wir machen weiter. Let's go. Okay, Leute. Der letzte noch Überlebende ist wahrscheinlich mein Endgegner. Und zwar Blaze, Leute. Weil Blaze hat dieses Raketenauto bekommen. Und da müssen wir richtig aufpassen. Blaze, bist du hier schon bei der Raketenabschussstation? Oder was? Ich bin mal gespannt, wie lange du brauchst, um hier hochzukommen. Ich habe drei Choices gebraucht. Ja, okay. Er chillt irgendwo. Da kann man ja auch gar nicht hochkommen ohne Raketen. Natürlich kann man das. Okay. Ich hab das sogar einmal bei Russik in der Aufnahme gemacht. Da bin ich ja auch ohne Raketenauto. Er chillt da ganz oben auf diesem Hangar oben drauf. Als ob du da ohne deinen Raketenantrieb hochgekommen bist. Nee, mit. Ah, okay, warte. Wobei, ich weiß nicht, ob das da klappen könnte. Nee, da nicht. Von da aus nicht. Aber du kannst es gerne probieren. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Oh, schon mal ein paar Shots verteilt. Blaze, hast du Angst, hä? Kleiner Blaze? Ganz und gar nicht, Max. Weil du die falsche Rampe auch noch benutzt, du Bummi. Ah, gut, ja, wir werden sehen. Aber könnte reichen. War ein schlechter Jumperino, aber... Ja. Ah, wir werden sehen. Blaze, das ist... Ich gebe dir einen Tipp, Max. Ich geb dir einen Tipp, du musst den Jump links benutzen, bei diesen Zelten. Da ist auch nochmal so eine Auffahrt. Links bei den Zelten. Von dir aus gesehen links. Ah, warte mal, wir gucken uns das mal an. Bei dem kleinen Zelt, da musst du hochspringen, weil da kannst du auch mehr Anlauf nehmen. Aber ganz einen Anlauf mitnehmen. Bro, er hat halt Raketenboost. Natürlich schafft er das mit Raketenboost. Hast du Raketenboost gemacht, Blaze? Ich hab das diesmal mitgemacht. Aha, gut, Leute, also wenn ich den Jump jetzt schaffe, dann wäre geisteskrank. Nach links, Nein. Ich glaube, ich hätte weiter eintreten müssen. Ja, Max, willst du einfach schon aufgeben? Digga, ich gehe nicht aus. Bro, ich habe dir da schon so Shots gegeben. Junge, du hast dich nicht mal... Leute, ich mute mich jetzt mal hier. Ich kann mir das Gequatsche nicht anhören. So, also ich werde es jetzt hier nochmal über die Schräge probieren. Ich sage euch aber auch ehrlich, das könnte sogar da klappen, wo wir das am Anfang probiert haben. Bin ich mir sogar eigentlich recht sicher... Ach Mann, ey Leute, schwer. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das sagt. Ich glaube, das war sogar echt besser da, wo wir das probiert haben. Er fühlt sich da aber auch so mit seinem Raketenboost, Leute. Mit Raketenboost schafft es ja jeder da hoch. Okay, das war's. Das war's für dich. Nein! Ah, oh mein Gott. Aber egal. Ich drück ihm noch einen Header, Leute. Ramm ihn gleich. Ja, ramm mich gleich. Warte. Jetzt.
Ah, nee, warte, warte. Er kommt gleich hoch. Er kommt wirklich gleich hoch. Nein, das schaffst du nicht. Dein Auto ist zu langsam. Ja, okay. Ich glaube, mein Auto ist echt zu langsam. Aber Bro, ja, bleib einfach da oben. Dann mache ich einfach so lange, bis ich einen Headshot drücke. Alles gut. Nee, nee, wir machen das. Bleib da oben ruhig. Bleib ruhig da oben. Ist kein Problem für mich. Alles entspannt. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja, mit jedem Jump drücke ich dir 3 Shots da oben. Irgendeiner Komm. Okay. Das war jetzt fail. Ja, den fand ich gut. Na, das war ein guter Jump. Na komm, Max, hä? Raus du dich? Ron, jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Tschüss. Okay. Ja, okay. Aber nein. Du hast noch Toggle. Nein. Bro, du weißt schon, da ist doch dein GPS-Signal. Ja, ich hab nicht getroffen. Wie, du wolltest ihn treffen? Ich wollte ihn in der Luft treffen. Wie, du wolltest mich treffen? Oh Gott, jetzt habe ich den Champion auch noch reingechoked. Okay, Leute, müssen kurz rausfahren. Blaze, ich habe noch deinen Toggle. Yeah. Es bringt nichts abzuhauen. Kannst du ja. Okay, Leute, also ich darf auf jeden Fall jetzt nicht nochmal 500 Euro heute verlieren. Hast du schon einen Platten? Habe ich dir wenigstens einen Platten geschossen? Nö, alles entspannt. Ah, sehr schade. Okay, wo chillt der denn hier? Welch unser Tier? Nein, glaube ich nicht. Er wird hier links chillen hinter dem Schild. Wer ist da hinter dem Schild? Guckt euch den Bubi an, ey. Du bist ein Bummi, Alter. Na komm, Max, komm. Zack, zack, komm. Ja. Ja, okay, das war's dann. Das halt das Ding, wenn ein Noob ein krasses Auto kriegt. Ach, Digga, gar nicht. Du bist ja nicht mal hochgekommen. Man merkt einfach wieder ein Auto. Ein Auto bringt's halt nicht. Man muss halt ein guter Fahrer sein. Du bist ja nicht mal hochgekommen. Was redest du? Ja, Bro, weil mein Auto vielleicht nicht schnell genug ist. Ja, weil du ein Bummi bist. Merkt man wieder, wie lost er ist. So, jetzt versucht er abzuhauen. Checkt aber immer noch nicht, dass ich noch sein GPS-Signal hab. Na, kannst du doch. Also, ich dachte wirklich, Blaze wird ein harter Gegner, aber... Ja, wäre ich da nicht runtergekommen dann auf jeden Fall. Aber ich muss ja. Oh, muss ja runterkommen. Guck dir das an, wie er macht einfach den Blaze, Leute. Er macht wieder den Blaze. okay, wir werden ihn mal weiter verfolgen. Oh. Oh, das war deine Chance, Blaze, gerade. Ja, da hinten. Das ist deine Chance, deine Chance. Deine Chance. Ganz knappes Ding. Wenn er halt einmal mein Toggle weg hat, dann kann er so wegboosten. Ja. Du hast deine Chance vertagt, Junge. Alles gut, ich hab noch eine Chance, keine Sorge. Ich krieg gleich noch eine Chance. Ich glaub nicht, Bro. Mann, Digga, ich hab auch keine Reifen mehr. Ja, wieso versuchst du die ganze Zeit rückwärts? Du musst versuchen mit Rocket irgendwie an die Wand zu gehen. Guck mal, ist er schon brennt. Junge, was ist da für ein Feuer? Ist wie er schon brennt, Bro. Jetzt ist, ja, jetzt Bro, willst du baden gehen? Willst du dein Feuer löschen, oder? Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. So, und... Junge, jetzt doch! Das ist zu tief zu Ende. Mann, Digga, wirklich! Okay, Leute, und meine nächsten 500 Euro. Also ich muss sagen, heute hat es leider nur Stani geschafft. Alle wurden erwischt. Das heißt, wir sind insgesamt 2000 im Plus, Leute. Nur 500 verloren. Damit kann ich leben, Leute. Check gerne, Jungs, in der Videobeschreibung raus. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann, haut da rein, Leute. Euer Crymax.